14 Kilo als gute Investition. Anna-Marie Wieler glaubte lange daran. Für all diese Bücher bezahlten sie und ihr Mann mehr als 100.000 Franken. Allein dieses Buch kostete über 11.000 Franken. Unsere Hoffnung war schon mal, dass man die Bücher gut verkaufen kann, dass man auch einen Gewinn macht. Aber man muss ganze Haufen Bücher haben. Also die Serie muss komplett sein, sonst kann man es nicht verkaufen. Das ist uns so gesagt worden. Anna-Marie Wieler zeigt Kassensturz ihre Sammlung. Sie lebt in einem Wohnblock, bezieht eine AHV-Rente. In den vergangenen Jahren kauften sie und ihr inzwischen verstorbener Mann immer wieder solche angeblich wertvollen Bücher zu horrenden Preisen. Wie diese Belege zeigen. Wielers bezahlten, bezahlten und bezahlten. Das unser Ersparte ist jetzt Ebbe. Ist null. Das ist da. Ja, sie haben gut können reden. Sehr gut. Sie haben einem gut können überzeugen. Und es muss gewöhnlich ganz schnell gehen. Und dann vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr später ist wieder jemand vor der Tür gestanden und hat einem gesagt, euch fehlt das Buch, nur jetzt ist es rausgekommen. Jetzt kann man das kaufen. Dass dann das, die Sammlung komplett wird. Und dann hat man wieder unterschrieben. Ihre Bücher will Anna-Marie Wieler eigentlich seit 2 Jahren verkaufen. Nach dem Tod von meinem Mann war wieder einmal ein Vertreter da und hat mir ein Buch verkaufen. Und dann habe ich gesagt, ich möchte keine Bücher mehr, ich möchte sie verkaufen. Und dann hat er mir natürlich wieder gesagt, das Buch müssen Sie noch haben. Aber ich schicke Ihnen jemanden vorbei, dann können Sie sich registrieren. Und wir haben ganz viele Interessenten für die Bücher. Mit der Firma Dex Direct Exclusive schließt sie bald darauf einen Online-Registrierungsvertrag ab. Für 2.999 Franken. Man hat mir versprochen, für 150'000 wenigstens können wir die Sammlung verkaufen. Und dann habe ich natürlich gefunden, das ist ganz super, oder? Ja. Und dann ist aber nichts passiert? Rein nichts ist passiert. Man hat nichts gehört, gar nichts. Ja. Aus dem Nichts taucht dann ein Vertreter von Bibliothekregister auf, auch für eine Registrierung. 20'000 Franken kostet sie. Vertragsmodell Platin. Diesen Vertrag schließt Anna-Marie Wieler nicht ab. Die Abzockmasche mit Reproduktionen historischer Bücher. Sie grassiert in der Schweiz und in Deutschland. Stets geht es um hohe Gewinnversprechen, auch bei dieser Sammlung von Anna-Marie Wieler. Doch wie viel Wert haben diese Bücher tatsächlich? Kassensturz will es wissen und bringt die Bücher dem renommierten Zürcher Buchantiquar Markus Benz. Er ist Vizepräsident der Vereinigung Schweizer Buchantiquare, verkauft antike Bücher und ab und zu auch Faksimiles, deren Qualitäten sehr unterschiedlich sein können. Das ist jetzt eine Bilderbibel. Und wenn ihr das jetzt so seht, was denkt ihr zu diesem Buch, das fast 12'000 Franken gekostet hat? Ja, das ist jetzt eben einer von diesen Faksimiles oder Nachdruck, der für eine billige Art gemacht wird. Der Preis, den Sie genannt haben, ist jenseits. Wenn man das Buch kann verkaufen zwischen 500 bis 1'000 Franken, muss man eigentlich schon fast froh sein. Dieses Exemplar kostete Anna-Marie Wieler 3'000 Franken. Doch ist dieser Preis realistisch? Markus Benz recherchiert auf verschiedenen spezialisierten Verkaufsplattformen und findet mehrere Angebote. Das günstigste gerade mal 150 Euro. Es ist eine riesengroße Sauerei. Es ist nicht einfach nichts. Es ist ganz viel Geld aus der Tasche gezogen. Rückblick. 2022 deckt Kassensturz die Abzockmasche auf. Bei Rentner Samuel Gribi, der viele Faksimiles besitzt. Im Wohnzimmer verstecken Redaktor und Kameramann 2 Kameras. Und ein Mikrofon. Und dann kommen 2 Bücher-Gauner zu Samuel Gribi. Kassensturz verfolgt im Schlafzimmer, wie die Männer vorgaukeln, dass Samuel Gribi ein sehr wertvolles Buch besitzen würde. Wissen Sie, allein schon das Gebetbuch der Päpste aktuell, zu was für einen Preis es im Markt gehandelt wird? Keine Ahnung. Sie haben gezahlt ungefähr um die 19'000 Franken. Das ist jetzt aktuell im Markt
über 45.000 Franken. Dass Sie Bescheid wissen. Wow. Der Mann lügt. Samuel Grippi besitzt gar kein Gebetsbuch der Päpste. Und auch die angebliche Wertsteigerung eine Lüge. Und dann wollen sie dem Rentner ein weiteres teures Buch verkaufen, mit Aussicht auf Gewinn. Jetzt konfrontiert Kassensturz die zwei Männer. Hallo, guten Tag. Mein Name ist Schneider vom Schweizer Fernsehen, von der Sendung Kassensturz. Meine Frage ist, warum wollen Sie, Herr Grippi, etwas verkaufen, das sicher nicht diesen Wert hat? Und wie sind Sie auf die Adresse von Herrn Grippi gekommen? Die Verkäufer kamen nie wieder zu Samuel Grippi. Inzwischen hat der Rentner seine Bücher dank einem Auktionshaus verkauft. Für einen Bruchteil dessen, was er mal bezahlt hat. Zurück zu Buchantiquar Markus Benz. Was hält er von Registrierungsverträgen für Büchersammlungen, die x-tausend Franken kosten? Gut, so etwas habe ich noch nie gesehen, aber Registrierung, frage ich mich, was das soll. Weil ich meine, eine Registrierung oder eine Datenbank kann jeder auf dem Netz machen. Das ist kein Problem. Und dass man mit dieser Registrierung nachher Verkaufserfolg sollte haben, schließe ich aus. Was sagen die Firmen zum Vorwurf der sinnlosen Registrierung von Büchern? Auf ihren Webseiten sind Faksimiles zu finden und registrierte Büchersammlungen. X-tausend Franken bezahlen für ein paar Bilder und etwas Text? Das wirft Fragen auf. Versuch einer Kontaktaufnahme mit dem Mann, der Frau Wieler eine Registrierung für 20.000 Franken aufschwatzen wollte. Hallo, hier ist die Mobilbox von 01515. Okay. Ah, jetzt liegt er zurück. Ja, hallo, guten Tag. Ja, bitte, wer ist denn da? Mein Name ist Christoph Schneider vom Schweizer Fernsehen, Sendung Kassensturz. Ich spreche. Ist das korrekt? Nein. Aber es ist Ihre Nummer. Da haben Sie sich verwählt, Entschuldigung. Nein, Sie arbeiten bei Bibliothekregister und versuchen, Registrierungsverträge für Faksimiles zu verkaufen zu völlig absurden Preisen von 20.000 Franken. Da sind Sie bei mir falsch, Entschuldigung. Nein, Sie hatten Kontakt mit Annemarie Wieler. Ja. Gegen die Abzockmasche mit Büchern ist juristisch kaum etwas zu machen, denn im Kleingedruckten der Verträge ist vermerkt, dass sich diese Produkte nicht als Wertanlage eignen. Laut Annemarie Wieler wurde sie aber nie darauf hingewiesen. Was mit ihren Büchern nun geschehen soll, ist noch ungewiss. Es ist eine grosse Belastung, weil ich möchte sie eigentlich nur noch vorhaben, nicht mehr müssen anschauen. Warum denn? Ja, weil es führt einem immer vor Augen, was man für Mist gemacht hat. Also, man schaut zusammen, man weiss, da ist ein Zeichen gemacht.